Das Medieninteresse an ihnen ist groß. Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Maggie Kossuch eröffnen die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Das Highlight im deutschen Beachvolleyball am Ende jeder Saison. Mit einem klaren 2:0 gewinnt sie ihr erstes Match gegen die Nachrücker Chris Ziemer. Wir freuen uns, hier spielen zu können. Das war ja bis zum Ende nicht so richtig klar, ob wir es tun können. Es ist ein bisschen anders im Vergleich zu den letzten Jahren. Ist natürlich normalerweise immer proppevoll, egal bei welchem Wetter. Die Hygieneauflagen im Corona-Jahr sind streng. Wo sonst tausende Zuschauer jubeln, dürfen am Tag nur 200 Fans live mitfiebern. Also für die wenigen Personenzahlen ist schon super Stimmung, also muss man schon sagen. Dadurch, dass sich alle viel mehr freuen, dass man überhaupt dabei sein kann, ist schon top. Dass Deutschlands beste Beachvolleyballer es wieder an den Strand geschafft haben, dafür sind sie dankbar. Am Vortag haben sich die Teams Laboureur Ittlinger und Bilek Schneider schon mal bei einem besonderen Matchup in Stimmung gebracht. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Sportarten, die überhaupt dieses Jahr was machen dürfen. Insofern freut uns natürlich riesig, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Und auch wenn es nur 200 Zuschauer sind, reicht uns trotzdem völlig aus. Den Rest, da müssen wir uns halt selber pushen. Dieses Gänsehaut-Feeling wird vielleicht dieses Jahr ein bisschen ein anderes sein. Aber wir haben endlich die Chance, wieder zu zocken. Das ist doch alles, was wir wollen. Punkt für Punkt für den Titel kämpfen. Und das könnte dieses Jahr bei den Damenteams so schwer wie lange nicht werden. Am Freitag beginnen dann auch die Männer mit der Vorrunde. Wer nicht live dabei sein kann, der kann die Spiele zumindest im Stream verfolgen. Dieser Monsterblock. Julia, Sude!